Ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein Video für euch, in dem es sich mal wieder um meine Haare drehen wird. Und zwar, um genauer zu sein, um das Thema Locken. Locken mit einer Socke, ihr habt es richtig gesehen. Ich habe diese Methode in letzter Zeit sehr oft auf Instagram und auch auf TikTok gesehen. Und Freunde, wenn das Ganze klappt, es ist nämlich so eine Art Live-Test. Ich hoffe sehr, dass es funktionieren wird. Aber wenn es klappt, ich sag's euch, die Locken sehen einfach aus wie mit einem Lockenstab. Und das Ganze halt einfach ohne Hitze. Das heißt, ihr schont eure Haare extrem. Und ich würde sagen, ich laber am besten gar nicht mehr weiter drum rum. Wir starten mit dem Video. Also ganz, 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 ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und let's go! Starten wir mal mit den Dingen, die ihr für eure Locken benötigt. Und zwar, wie schon am Anfang gesagt, ihr braucht eine Socke. Das Problem hierbei bei mir ist, meine Haare sind ja schon sehr lang. Deswegen wird diese Länge leider nicht ausreichen und ich habe leider keine längere Socke gefunden. Deswegen werde ich hier einfach mal eine Strumpfhose verwenden. Ich schneide hier gleich einfach diese Strumpfhosenbeine ab und dann ist es eigentlich genau das gleiche. Also für lange Haare als Tipp, verwendet eine Strumpfhose und falls ihr kürzere Haare habt, dann perfekt, dann könnt ihr nämlich eine Socke verwenden. Außerdem benötigt ihr ein paar Haargummis, also ihr braucht da wirklich nicht viele. Damit müsst ihr später nur eure Haare befestigen. Und zu guter Letzt ein bisschen Wasser. Einfach um natürlich die Haare vorher anzufeuchten. Perfekt ist es natürlich, wenn ihr vielleicht eure Haare vorher gewaschen habt und die noch handtuchtrocken sind. Ja, aber falls nicht, also in meinem Fall sind die jetzt trocken, deswegen werde ich die gleich mit Wasser ansprühen. Und optional könnt ihr noch Lockenspray verwenden. Ich habe hier zwei verschiedene. Das eine ist vom TK Maxx und das andere ist von DM, von John Frieda auf jeden Fall. Ich werde einfach mal beide reinhauen. Das Ding ist, meine Haare sind ja sehr lang, deswegen halten Locken leider bei mir nicht so lange. Deswegen gebe ich da einfach mal ein bisschen von dazu. Und tatsächlich war es auch schon an den Utensilien, die ihr benötigt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit der Herstellung der Locken. Okay, dann. Let's go. So, wie gerade erwähnt, werde ich ja jetzt hier in meinem Fall eine Strumpfhose verwenden. Deswegen schneide ich da jetzt erstmal die beiden Strumpfhosenbeine ab. Ihr braucht übrigens, falls ihr Socken verwendet, zwei Stück. Also, ja, ich glaube, das habe ich vergessen zu sagen. So, ich glaube, das Ganze ist jetzt für meine Haarlänge perfekt. Und jetzt kommen wir auch zum Befeuchten der Haare. Wie gesagt, das ist halt wirklich ganz, ganz normales Leitungswasser, was ich hier einfach in so eine Sprühflasche gefüllt habe. Und damit werde ich jetzt gründlich meine Haare, ja, ansprühen. So, gefühlte 10 Jahre später bin ich jetzt fertig. Also so sollten die Haare dann jetzt ungefähr aussehen. Also ich glaube, das ist ja relativ selbsterklärend. Wie gesagt, ich werde jetzt noch meine beiden Lockensprays hier in die Haare hauen. Einfach damit die Locken vielleicht schöner werden oder lange halten. Also müsst ihr nicht unbedingt machen. Aber wie gesagt, ich werde es jetzt einfach mal machen. So. Davon verwende ich jetzt auch echt nicht so viel wie bei dem Wasser. Und da ein Lockenspray natürlich nicht genug ist, kommt jetzt auch noch das zweite rein. So, ich glaube, das müsste jetzt auch wirklich reichen. Also wenn es nicht klappen sollte, bin ich wirklich unfassbar enttäuscht. Deswegen wünscht mir Glück. Jetzt kommen wir aber zu der Socke. Ups. Und bevor ich mir die jetzt hier um meine Haare wickele, solltet ihr euch auf jeden Fall wie ich einen Mittelscheitel ziehen. Das habe ich jetzt natürlich schon getan, deswegen, ja, den Schritt kann ich überspringen. Und das Einzige, was ich jetzt tun werde, ist es, die Socke jetzt erstmal um meine Haare zu binden. Also so eine Art, ja, Zopf zu machen. So sollte das Ganze dann aussehen, wenn es fertig ist. Ihr habt hier also einmal eine Socke hängen und eure Haare. Und das Einzige, was ich jetzt tun werde, ist Folgendes.
Ich nehme mir hier die Socke und starte damit, meine Haare da wirklich schön fest drum zu wickeln. So sieht das Ganze dann fertig aus. Und wenn ihr unten angekommen seid, schnappt ihr euch ein Haargummi und bindet die Haare einfach unten fest. So sieht das fertige Ergebnis dann aus. Ich muss sagen, bei mir ist das jetzt relativ locker. Mal schauen, vielleicht mache ich das später nochmal fester. Aber ich würde sagen, bevor meine Haare jetzt hier komplett trocknen, widme ich mich hier nochmal der anderen Seite. Und da mache ich jetzt natürlich nochmal genau das Gleiche. Ready, so sehen meine beiden Zöpfchen jetzt aus. Ich werde jetzt noch mal eben ganz, ganz bisschen mit Wasser einsprühen. So. Und damit werde ich gleich schlafen gehen. Das heißt, ich melde mich morgen früh bei euch wieder und dann können wir das fertige Ergebnis betrachten. Das Ding ist, ihr müsst es nicht unbedingt über Nacht drin lassen. Ihr könnt es natürlich auch morgens machen und dann ja abends öffnen. Man kann das Ganze natürlich auch leicht mit einem Föhn trocken föhnen, aber dann wären es natürlich keine hitzefreien Locken mehr. Aber ja, ich gehe damit jetzt schlafen und ich würde sagen, ich melde mich dann morgen bei euch wieder. Gute Nacht. Dann morgen. So Freunde, ein neuer Tag ist angebrochen. Ich habe mit den Teilen geschlafen und jetzt bin ich wirklich extrem gespannt, die hier aufzumachen und das Endergebnis zu sehen. Ich muss dazu sagen, die Zöpfe haben wirklich null gestört. Ich habe die allerdings hier hinten zusammengebunden, weil ich immer auf der Seite schlafe und deswegen, ja, ich hatte halt ein bisschen Angst, dass die so kaputt gehen, wenn ich da die ganze Zeit drauf liege. Aber ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt endlich auf. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, Freunde. Let's go! So, die Haargummis sind draußen und jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem wohl spannendsten Teil des Videos. So, ich habe jetzt die Socken aus meinen Haaren entfernt und so sieht das Ergebnis aus. Also ich muss sagen, ich bin extremst begeistert. Ich glaube, man sieht das in der Kamera jetzt nicht ganz so krass. Ich werde euch das gleich aber nochmal gut einblenden. Also, oh mein Gott, ich bin echt richtig begeistert. Also ich finde, es sieht wirklich aus wie mit dem Lockenstab. Und das bei meiner Haarlänge. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass das jetzt funktioniert. Ich muss sagen, die Haare sind tatsächlich noch ein bisschen feucht. Also ich hätte es vielleicht noch mal ein bisschen föhnen sollen oder einfach länger drin lassen. Aber ich würde sagen, ich blende euch das Ergebnis jetzt noch mal ein bisschen vom Nahen ein, damit ihr es natürlich besser erkennen könnt. So, ich hoffe, ihr konntet jetzt alles gut erkennen. Wie gesagt, ich finde, die Locken sind einfach so toll geworden. Und ja, schreibt mir mal gerne an dieser Stelle in die Kommentare, hättet ihr gedacht, dass es funktioniert oder eher nicht? Und hier oben könnt ihr auch gerne nochmal abstimmen, ob ihr das Ganze nachmacht. Das würde mich auch sehr interessieren. An dieser Stelle möchte ich natürlich wieder zwei von euch grüßen. Ich suche mir mal eben kurz jemanden aus. So, als erstes möchte ich die liebe Seda-22 grüßen und außerdem grüße ich Antonia Wertz. Also ganz, 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 ganz liebe Grüße an euch beiden. Falls du beim nächsten Mal gegrüßt werden möchtest, dann abonnier gerne meinen Kanal, schreib einfach irgendwas Liebes in die Kommentare und vielleicht bist du beim nächsten Mal auch dabei. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Däumchen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann würde ich tatsächlich auch schon sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!